So, ja, wir gucken mal. Was hat ABK? Das geht noch 5 Minuten, von daher, das können wir uns relativ leicht reinziehen. Zur Willi will's wissen Thematik gesagt. Was geht, Leute? Ich habe letztens so einen Typen entdeckt. Willi will's wissen. Ja, mein Willi will's auch sehr oft wissen. Aber heute geht's nicht um meinen Willi. Heute geht's ja nicht um diesen Willi. Was geht im Rollstuhl? Die Antwort: gar nichts. Etwas, eine Kleinigkeit, unterscheidet mich von euch. Ich kann gehen. Ich bin ein Fußgänger. Komm mal her. Der ist ja mit dem Rollstuhl so flink. Bist du auch flink auf den Beinen oder? Der kommt zu dir angerollt und fragst, bist du flink auf den Beinen? In Deutschland sitzen viele Menschen im Rollstuhl. Ja, aber in Deutschland sitzen auch ziemlich viele Menschen einfach so auf der Couch und bewegen sich gar nicht, als wären die behindert, weil die keinen Bock haben zu arbeiten. Bestes Beispiel, Kollegen von mir oder sogar ein paar aus der Familie. Britney ist seit 6 Wochen in der Klinik. Ein Schrank ist auf sie gestürzt. Dabei ist ihre Wirbelsäule gebrochen. Viel weniger Schmerzen. Ich habe am Anfang schreckliche Schmerzen gehabt. Ich kann auch Sachen mit den Armen bereits wieder machen. Ging das am Anfang nicht? Die ich so am. Die sagt, ich kann mit den Armen bereits wieder Sachen machen und er fragt, ging das am Anfang nicht? Ja, sag, sie hat ihm auch gerade gesagt. Das hier. Du weißt, wofür Schweine stehen, oder? Die stehen für Glück, ja. Genau. Nein, Schweine sind haram. Füllst du das nochmal im Schrank auf die Welt oder was? Du hättest dir einen Plüschtruthahn schenken sollen oder so? Ganz allgemein bedeutet behindert zu sein, dass der Körper etwas nicht kann. Mein Körper kann voll viel nicht. Ich kann keinen Purzelbaum. Seht ihr? Wow. Ich hätte jetzt einfach hier reinfallen können. Und dann wäre der Willi hier reingekommen und hätte mich auch interviewt. Boah, ich bin richtig schock gerade. Ich bin unterschockt, Alter. Ich brauch Schmerzensgeld, ich bin unterschockt. Bruder, was macht das Bett gerade? Geschwister, gell? In einer Ergotherapie lernt Alex auch seine Arme und Hände wieder besser zu gebrauchen. Hilfsmittel ermöglichen ihm trotzdem zum Beispiel selbstständig zu essen und zu trinken. So langsam wird dein Schala wieder gesund und schon isst er Schweinefleisch. Hör auf mit dieser Schweinewurst. Das ist extra ein Parkausweis für Rollstuhlfahrer, damit man spezielle Parkplätze benutzen kann. Heiko, du Bastard, siehst du, solche Leute parken da immer. Wenn ich mit Heiko manchmal einkaufen gehe, parkt der mir auf solchen Parkplätzen. Ich sag dem Junge, das ist für Behinderte. Und der sagt mir immer, ja Junge, du bist doch behindert. Guck mal, wie fett du bist, guck mal, wie du gehst, wie eine Missgeburt. Freut mich, hallo. Oh, die Hand kann ich dir leider nicht geben. Ich kann meine Hände nicht bewegen. Bin seit meinem Unfall vom Hals abwärts gelähmt. Ich kenne sogar einige Muslime, die auch nicht die Hände geben, obwohl die das können. Die sagen nämlich immer, Inni la usafi un nisa. Ich gebe Frauen nicht meine Hand. Du arbeitest in der Bank. Das heißt, wenn jetzt ein Bankräuber reinkommt und sagt, Hände hoch, Geld her, dann da geht nichts. Nein. Ich hätte schon vor der Wolfgang hätte gesagt, ja, dann mach ich einfach meine Beine hoch und furze ihn an. Zum Beispiel einen Brief schreiben willst. Also ich kann die Maus bedienen hier über meinen Ball. Meine Kindsteuerung sehe ich auf dem Bildschirm. Mann. Willi, was willst du noch wissen? Willi mit I, nicht mit Y. Korrigier Willi. Jetzt wäre das gerade deine Bewerbung. Du siehst, dass der Arme das nur mit seinem Kinn macht, nur so. Dann sagst du noch, korrigier, dass du so machst. Also ich muss tatsächlich sagen, ich fühle es gerade ehrlich gesagt nicht. Also, ich finde die Memes auch lustig, keine Ahnung. Aber ich finde, man sollte es nicht gerade mit seiner Reichweite und auch mit seiner Community sollte man es nicht zu sehr übertreiben. Auch was die Asozialität anbelangt, gerade bei so einem Thema, wo es eigentlich wieder bei Willi bergauf ging, was das anging. ja, also keine Ahnung. Es wird jetzt geschrieben, aber das ist ABK. Ja. Aber dann kann man auch sagen, ja, aber das ist Manuelsen. Ist ja nur ein Joke und sowas. Es gibt das. Wisst ihr, was das große Problem ist? Das große Problem ist, seine Community glaubt das, was geschrieben wird. Und das ist gar nicht böse gemeint. Aber deswegen, ich würde es persönlich nicht machen. Ich würde bei seiner Community. Und ich habe kein Problem mit ABK, ich habe kein Problem mit der Community von ABK, aber ich würde bei seiner Community nicht unbedingt dahingehend Witze bringen, die nicht komplett zu 1000% eindeutig als Witze gemeint sind. Ach so, zack, zack. Die jetzt nicht verstehen. Willst du, dass ich nochmal das Genick brüche oder was? Das ist jetzt fast gehörlos. Ja. Er kann ganz schlecht gehen. Ja. Bruder, da frag, ob der gehen kann und der Arm hat nicht mal die Füße. Junge, drehst du gerade eine neue Folge für South Park? Ihr seid jetzt eine Sonderschulklasse hier. Wir sind eine Sonderschulklasse. Merkt ihr, wie ich mich mit Sonderschülern verstehe? Ich bin selber ein Sondi, deswegen. Okay, kann ich mal kurz aufs Klo? Ich zeig's dir. Der alte Trick. Nee, ich zeig's dir. Ey, ich find das schon. Ich
Ja, seht ihr, die sind gar nicht behindert. Die wissen nämlich ganz genau, wie man sich vom Unterricht drückt, ohne ihn gleich zu schwänzen. Fällt dir das schwer, so zu überlegen mit deinem Kopf? Ja. Dass ich immer schneller renne, halt schneller sag und dann nicht darauf. Bevor du denkst, redest du schon. Ja. Und das Problem hast nicht nur du, Bruder. Du weißt ja wenigstens, dass es vielleicht ein Problem von dir ist. Aber glaub es mir, so viele Leute, auch außerhalb von YouTube, reden schneller als die denken. Wie viele Einwohner hat Deutschland? 1394. 80 Milliarden. Was hast du gemacht? 80 Milliarden. Ja, muss einfach nur, dass irgendwas mit 80 am Start ist und der Rest, naja, ist dann halt auch nicht so wichtig, ne? Ob jetzt Millionen oder Milliarden, ist ja letztendlich alles das Gleiche. Aus der Wolle, ja. Ein Faden, ja. So eine Jacke. Ja, ich hätte gerne so ein Merch, Schafswolle-Merch. Es ist einfach nur in meinen Augen ekelhaft. Behinderung heißt ja, irgendwo bist du behindert, also irgendwas kannst du nicht ganz normal machen. Rührt daher, weil ich ohne Schilddrüse geboren bin. Aber mir gefällt es so, wie ich bin. Und das ist es, Leute. Wenn die Menschen ihr Leben nur selbst beurteilen, ohne dass noch irgendwelche von außen mit dem Finger drauf zeigen, dann sind sie meistens glücklich, Scheiß, so wie sie sind und mit dem, was sie haben. Aber sobald man anfängt, das merke ich immer wieder bei mir, sich im Vergleich zu anderen zu setzen, dann fällt dir immer irgendwas ein, was dir fehlt oder was dafür sorgt, dass du dich schlecht fühlst. Deswegen versucht immer das zu schätzen. Sagst, was und wenn ihr etwas nicht habt, dann habt ihr vielleicht dafür etwas anderes, müsst das nur erkennen. Aber letzten Endes, wenn ihr weniger Bedürfnisse habt, dann seid ihr auch viel freier und viel schneller glücklich. Ey, muss ich sagen, jetzt zum Schluss, die Message fand ich gut. Und es ist Real Talk so, man sollte sich nicht die ganze Zeit vergleichen. Man sollte nicht die ganze Zeit immer nur Auge auf andere machen, anstatt einfach mal erstmal auf sich zu gucken. Es ist wichtig, sich nicht die ganze Zeit abhängig von anderen zu machen, einfach auch sich selbst zu beurteilen. Und das finde ich zum Beispiel zum Schluss gut, aber was ich halt Real Talk nicht unbedingt nice finde, ist halt, dass sich wieder darüber lustig gemacht wird. So. Es ist einfach... Er tut mir, also ich finde, Willi tut mir einfach leid, weil es halt viele Leute nicht checken, dass es Spaß ist, was auch ABK gesagt hat. Ja, das ist das Problem. ABK ist immer so, dass er eine ernstere Thematik erstmal ganz satirisch aufzieht und er dann diesen Real Talk bringt. Ja, Multifan, das ist auch richtig und ich bin mit ABK sehr gut und wir haben auch schon viel geschrieben und wir schreiben auch immer noch. Ja, jetzt ist nicht immer übel regelmäßig, aber es gibt schon manchmal Tage, schreibt man halt täglich, so keine Ahnung. Aber ich muss persönlich sagen, ist bei seiner Community nicht immer einfach, ne? Dass die Leute das halt auch wirklich richtig verstehen.